Hallo, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Entweder hier als Stream oder als VOD später, beziehungsweise bei YouTube als Let's Play. Ihr hört es an meiner Stimme, hoppala. Nur noch ein bisschen erkältet, wir haben Lutschbomben im Mund, also verzeiht mir unwörtliche Geräusche, müsste jetzt leider durch. Ich kann... Naja, von euch war das. Kann ich leider nicht ändern. Ich kann auf das Spiel gerade nicht verzichten. Es ist einfach so cool. Cloud, ist dir in letzter Zeit mal ein Hase über den Weg gehoppelt? Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Hasen hier die Angewohnheit haben, alle möglichen Dinge in ihrem Bau zu verstecken. Solltest du einen entdecken, kann dein Schokobo auf Schatzsuche gehen. Möglicherweise lassen sich dabei nützliche Dinge finden. Wir müssen ein paar Nebenmissionen machen. Wir haben ja gestern Schokobo-Farm entdeckt und die Karte ist zum Teil aufgedeckt so und ich dachte, wir machen jetzt noch ein paar Nebensachen hier. Kampftraining Anfängerhalle. Okay. Achso, kann ich nur die beiden? Das ist ja auch wieder wild, ne? Egal, wir kämpfen jetzt ein bisschen. Ich muss ja noch ganz viel Gegner analysieren. Geile Musik, ey. Auf Nummer sicher. Nice. War das nur ein Fight oder kommt noch einer? Ne, es kommt noch einer. Ah, zwei noch. Ach so, ja, jetzt habe ich gebarrelt. Die machen ja gar keinen Schaden. Uff. Liebe die Musik einfach, ohne Scheiß. Ja, ah, hier sind... Ah, ich habe die Viecher nicht analysiert. Oh, damn it. Nice. Na dann? Gibt's auch nochmal. Ich hätte gerne nochmal die Musik aus dem Kolosseum, aus dem Remake-Teil. War voll geil. Kampftraining Cloud. Bisschen nervig, dass man hier jetzt die ganze Zeit die Tutorials bekommt. Weil man ja einfach schon, keine Ahnung, ein paar Stunden im Spiel ist. Oder halt ja, die Tutorials ja schon, oder die viele der Kampfelemente ja schon kennt, einfach. Los geht's. Verschwende! Das sollte reichen. Tschüss.
Wie die einfach nichts machen können, Alter. Hä? Okay, man hat die einfach verhauen, ohne dass sie überhaupt was machen konnten. Geil. Und warum krieg ich das hier? Ah. Voraussetzung. Muss man Gegner für besiegen. Und lass ihn mal probieren. Ah, okay. Man kann den schwächen. Ha. Ja, sonst gehen wir jetzt erstmal. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Ein bisschen gucken in der Welt so. Wir haben ja ein paar Punkte freigeschaltet. Wartet. Zum Beispiel hier. Analyse 1. Gehen wir nochmal Richtung Norden. Muss ich da hoch vielleicht? Wer bist du denn? Wer bist du? Ein Phönix oder so? Wo führt er mich hin? Alter. Leute. Pisst euch. Ehrlich. Hä? Xenocloud, du bist auf eine Lebensquelle gestoßen. Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. Was? An Lebensquellen kannst du Analysen zum unterirdisch verlaufenden Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise gelangst du über die umliegenden Orte. Wenn du dem Ruf einer Quelleneule folgst. Das ist doch eine Lebensquelle. Was ist das? Oh. Okay. Geschichte von Kalm. Durch die Analyse der Lebensquellen kann das Wissen des Auto und des Lebensstroms entschlüsselt werden und in Regionsberichten festgehalten werden. Du kannst die Regionsberichte. Okay. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ups. Scheinbar nicht. Okay, gehen wir weiter hier hin. Da oben wahrscheinlich, oder? Bei dieser Kirche oder so. Na toll, ich will Gegner finden, wo ich Analyse wirken kann. Und dann finde ich nur diese komischen
Elefanten hier, bei denen weiß ich aber, dass ich die schon mal analysiert habe. Salbei. Ja, warte mal. Scheiße, ich bin dran vorbeigelaufen. Hier unten. Ach so. Das ist wohl zu hoch, wa? Ach man, kann ich hier nicht einfach irgendwo runter? Was soll das? Jagd 1. Warnung! Ich habe eine außergewöhnliche Präsenz registriert. Wir sollten uns auf Schwierigkeiten vorbereiten. Ich registriere, dass eine gewisse Ratlosigkeit in der Luft liegt. Wer ist das denn? Freut mich sehr, Cloud. Ich bin ein multifunktionales Analyse-Informationssystem. Die meisten Menschen nennen mich einfach Mai. Meister Chadley hat mich als auditive Analyseassistenz für all die Ungeheuer da draußen programmiert. Von jetzt an werde ich in Kämpfen mit hilfreichen Infos zur Seite stehen. Bitte nicht erschrecken. Hier in der Nähe befindet sich ein außergewöhnliches Ungeheuer. Cloud, der Abschluss dieser Kampfmission würde einen aufschlussreichen Gewinn biologischer Daten mit sich bringen. Natürlich kannst du auch meine Hilfe zählen. Zusammen werden wir die Chocobo schon schaukeln. Bei Kampfeinsätzen handelt es sich, oder Kampfplätze handelt es sich um Ungeheuer, hilft Chadley dabei, über ungewöhnliche Spezies herauszufinden, okay? Nach Ungeheuern. Seltene Bioratten-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Bioratten schützen sich vor potenziellen Feinden, indem sie einen übelriechenden Geruch absondern. So konnten sie einige seltene Exemplare reifen und nicht übertreiben. Wurde ich vergiftet jetzt? Nee. Nice. Geil, Mann. Diese Ratte mussten wir auch besiegen. Ich kann den sogar wiederholen, wenn ich nicht alles erreicht hätte. Diese Ratten mussten wir auch besiegen, für irgendeine Kampfsimulations... Ups, Mission. So, also jetzt da weiter. Feldforschung 1. Und dann könnte man hier runtergehen. Einfach mal ein bisschen erkunden hier. Ich will mal jetzt andere Gegner treffen, dass ich die analysieren kann. Weil wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir die Feintechnik so lernen, oder Feintechniken, durch Fähigkeiten oder durch Sachen im Kampfsimulator, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Ich komme hier gar nicht runter. Wer bist du denn? Ein Chocobo-Küken. Was kann ich hier machen? Kann ich die reparieren jetzt? Er applaudiert mir.
Nice. Eine Goldfeder. Ah, Schnellreise kann ich jetzt machen. Okay. Nice. Das ist cool. Okay. Na, können wir erstmal den Funkturm machen, wenn wir hier in der Nähe sind. Hä? Was ist jetzt? Cloud, hast du in der Nähe schon hübsche Erzgesteine entdeckt? Ja. Man nennt sie Leitsteine. Sie führen Wanderer zu einem Schrein in der Nähe, der für eine Esper errichtet wurde. Man muss einen Leitstein zerstören, um sein Licht freizusetzen. Okay. Zögere also nicht, ihn kaputt zu machen, sobald du einen von ihnen entdeckst. Folge okay. Licht. Es wird dich zum Schrein einer Esper führen. Sie existieren an den verschiedensten Orten. In den Schreinen sollen sich riesige Kristalle befinden. In ihnen ist das Wissen über die jeweilige Esper gespeichert. Die Untersuchung dieser Heiligtümer kann bei der Verstärkung der Beschwörermaterie helfen. Ich hoffe, du findest sie. Warte, wir machen erstmal in den Turm. Das ist nicht der Turm. Ups. Dann machen wir den doch nicht. Mich doch darunter. Ach Mann. Hier ist ja noch einer. Ist das der gleiche? Ja. Okay. Oha. In Esper-Schrein schlummert das Wissen über die jeweilige Esper-Kristall vom dadurch. Durch die Analyse der Kristalle. Kann ich, ja, okay. Esper-Matrix, Esper-Kristall untersuche einfach die Esper-Kristall-Matrix. Schau sie dir genau an und merke dir, welche Tasten du drücken musst. Ach du Scheiße. Ha. Das ist ja mega schwer. Titan sieht voll scheiße aus. Nice. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Okay. Oh.
Dann können wir jetzt trotzdem zu unserem eigentlichen Plan wieder übergehen, zu dem Wachturm. Gucken, was hier oben ist. Erkunde das Gebiet. Protosubstanz sollte ganz in der Nähe sein. Die was? Schau dich doch einmal genau um. Du wirst sie sicher erkennen. Ha. Aber ich komme noch nicht rein. Ah. Ich habe eine Idee, wer das ist. Ja, ich wusste es. Was macht ihr denn hier? Das wüsstest du gern, was? Sieht vielleicht ein bisschen schäbig aus, aber was zählt, sind ja die inneren Werte. Ich spüre, dass es das Ding in sich hat. Ein folgender Ausstrahlung und so. Wenn wir das verkaufen, sind wir reicher als reich. Super reich nämlich. Cloud, sieh mal, das ist doch... Ihr habt's auch auf das Ding abgesehen. Wir haben's aber zuerst gefunden. Expert, das ist unser Vermögen. Hunger. Wenn ihr euch querstellt, dann... Die komischen Hampelmänner aus dem Remake-Teil, krass. Oh nein, es ist alles aus! Das ist unser Ende! Ich stell mich tot! Haltet die Klappen! Ihr Halbaffen! Mit die Lauscher hört ihr zu! Ich habe einen genialen Plan! Hugo! Ich nenne ihn... Operation Lockprobe! Hugo! Ach Gott. Ich bezahle euch Vögel einen Friseurbesuch. Wenn ihr das überlebt, ich bin schon mal im Versteck. Verflucht, jetzt wird's haarig. Mich kriegt keiner. Übernimm du. Ich mach das. Bert, der hieß früher anders irgendwie. Ziemlich schwach. Au, die machen ganz schön Schaden. Auf Nummer sicher. Ja, dann übernimmst. Ich übernehme, du bist dran. Jetzt erst recht. Sehr gut. Zählen die alle als einzelne Analyse? Oh. Ah, der ist gerade gestorben, scheiße. Nichts überstürzt. Au. Und Volldampf voraus, Nook. Hau rein. Und weiter. Okay. Cloud! Die Protosubstanz scheint sich zu bewegen. Erbitte einen Statusbericht. Sie ist im Besitz von Dieben. Verstehe.
Das erklärt es. Zum Glück konnte ich ihr Ziel bereits lokalisieren. Ist halt immer so geil, solche Gespräche. Oh, der ist aber weit gelaufen damit. Krass. Hä? Sollte der nicht da eigentlich die Stange runterrutschen? Auch verschlossen. Ha. Warte mal, kann ich jetzt einfach Schnellreise machen? Kann ich wählen, ob ich hier hinlaufe oder mit dem Chocobo reite? Was hat das denn für einen Unterschied? Laufe ich richtig? Ja, ich wollte zu dem Turm da unten. Er scheint, und wie finde ich den jetzt? Etwas wahrnehmen. Ja, aber wo? Hä? Wie finde ich das? Irgendwo hier. Hä? Aha. Ach, jetzt kannst du noch nicht runter, oder was? Ein Rubin, okay. Voll wie bei Final Fantasy 9, Alter, wo du das Chocobo-Suchspiel hast. So, haben wir ihn auch analysiert. Alter! Ey! Bringen wir es hinter uns! Los, so darf's weitergehen. So. Gruppenlevel gestiegen. Was bringt das nochmal, wenn das steigt?
Da unten ist halt noch so ein Fight, ne? Sieht halt alles so geil aus. Guck mal da, komm ein Schokobo-Küken. Hallo. Hallo. Geil. Eine Goldfeder. Was ist das? Ach ja, durch die Sümpfe. Habe ich überhaupt nicht erkannt, ich habe nicht erkannt, was das für ein Vieh ist. Bin mal so frei. Übernimm du. Jetzt zeig's uns. Lass mich mal. Der Feind ist geschwächt. Das war abzusehen. Okay, so, wir müssen hier weiter. Ich habe halt so das Gefühl, deswegen mache ich jetzt halt auch diese ganzen Kartensachen hier, also diese Erkundungen. Ich weiß nicht, ob beziehungsweise wann man wieder zurückkommt. Also man konnte im Originalspiel ja relativ lange auch immer wieder hin und her laufen, so über die ganze Welt. Man konnte ja sogar wieder in Richtung Midgar laufen sogar. Man kam nicht in die Stadt, aber man konnte da hinlaufen. Und man konnte auch aus, Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Seltene Elferdunkspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seines durchsamen Charakters wurde der Elferdunk von den Menschen domestiziert und in der Landwirtschaft Irgendwie ist immer mein Sound so dumm, aber ich glaube, es liegt an meinem Kopfhörer. Nicht übertreiben. Warte mal. Die halten halt ganz schön was aus, Alter. Das ist ganz schön krass. Ich glaube, Zeitlimit schaffe ich nicht. Ich zähle auf dich. Okay.
Ach komm, Zeit schaff ich. Richtig reingebuttert am Ende. Nice, Mann. Geil. Nice, Alter. Das war eine überragende Leistung, muss ich sagen. Wirklich grandios. Ich habe die Kampfdaten soeben ausgewertet. Mit ihrer Hilfe konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Ah. Ich habe auch mitgeholfen. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Also, ich hoffe halt, das wird ein bisschen weniger, dass der einen immer ständig anruft und wegen jedem Furz einen informiert, was man gerade getan hat, sozusagen. Das ist halt schön und gut für den Anfang, aber ich hoffe, das bleibt nicht die ganze Zeit so, weil dann nervt es wirklich. Okay. Dann können wir hier unten aber nicht mehr so viel machen, ne? Da könnten wir halt noch hin. Oder halt hier mal den Funkturm aktivieren, an dem wir vorbeigelaufen sind. Und wir machen das. Ah, hier ist eine Nebenmission. Warte, wo ist die? Hier. Hallo. Ach, ihr seid. Schön euch weit. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Ja, wir waren schon mal hier. Aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Danke. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Okay. Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein. Aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Okay. Hä, und... Ja, und jetzt? Hä? Sag mal... Aber wie kann ich das denn jetzt machen? Wieso geht das denn nicht? Ja, konnte was wahrnehmen. Ja, herzlichen Dank. Wow, jetzt. Sag mal. Ich habe ebenfalls eine Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Aber das sind doch nicht die Gegner hier, oder? Ich darf hier nicht. Au. Ich übernehme das. Hab ich. Zeig sonst. Jetzt erst recht. Au. Alter.
übertreiben. Okay, Level up, nice. Hä? Und jetzt habe ich die. Ah, er kann, okay, er kann sie wieder aufnehmen direkt. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Lol. Kann man sogar als Chocobo wieder hinstellen. Das ist ja cool. Geil. Hä, wo war das denn jetzt? Hä? Hä, wieso geht das denn jetzt wieder nicht mehr? Ach, das ist doch komplett komisch, Alter. Was? Hier jetzt wieder oder was? Na klar. Konnte was wahrnehmen. Ja, und wo? Da. Ach, wie weit, Alter. Hier gibt es ebenfalls Spuren eines Kampfes. Ich passe auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Ach, jetzt muss ich das. Wie weit muss ich denen denn folgen, Alter? Ohne Scheiß. Ach. Mann, ist doch richtig nervig. Es ist einfach eine Mission, Millionen Kilometer weit. Ich hasse sowas, ey. Mach doch einfach ein bisschen in der Nähe, Alter. Ist leider ein bisschen anstrengend, sowas. So. Keine große Sache. So, jetzt darfst du wieder auf den Chocobo. Jetzt darfst du wieder diese Scheiße finden, weil da irgendwie so Hampelgegner im Weg standen. Ach, falsch. Und weiter. Ist halt für so eine Mission immer so super lang. Guck mal, jetzt schon wieder. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, sind da wieder Gegner im Weg, wo ich wieder absteige. Und wieder musst du hinterher. Und das Viech ist einfach einen Kilometer weg. Na klar, Alter, ey. Ohne Scheiß, Mann. Ah, sowas regt halt auf, Alter. Ja, klar, von hier unten greift es irgendwo die Farm an. Logisch. Das ist richtig. Da. Ja, nun lass mich doch bitte dahin. Ach, Mann. Solche Spiele machen das aber auch nicht näher, nicht einfach manchmal. Grimwolf. Lass mich mal. Der ist schon wieder fast tot, Alter. Oh Gott. Alter, was zum Fick? Ich kann nichts, alter Schwede. Ey, was ist denn das für ein Viech, Alter? Ich bin fast tot, Alter. Die ganze Zeit, Mann. Und ich habe halt nur so einen komischen Heiltränke, einfach so einen normalen. Ich würde den auch gerne mal analysieren, um den mal irgendwie vernünftig zu treffen. Au.
Warte, ja, klar. Ich rette dich. Okay. Alter Schwede, was ist denn das für einer? Alter. Ey. Man heilt halt super wenig irgendwie die ganze Zeit. Dem Scheiß. Machen wir mal so. Jetzt habe ich eigentlich nur 6 Heiltränke. Holy shit, Alter. Hä, ich... Oh, ich wollte nicht aufsteigen, Kollege. Ich würde den halt gerne analysieren, um zu gucken, ob ich auch ein bisschen mit... Ich zieh dir mal noch gar nichts ab. Man sieht halt die Level auch nicht von denen. Er hat nichts wirksam. Krass. Dasht er hinterher. Na klar. Ey, what? Alter, ist der übel, Mann. Ja. Ey, was willst du machen, Alter? Was ist mit dem? Ich hab dem gar nichts abgezogen. Holy shit, Mann. Und der ist ja super stark, Alter. Ja, vergiss es, Alter. Na klar. Ey, alter Schwede, was ist denn das, Alter? Ja, kannst du komplett knicken, ey. Geile Mission, Mann. Alter Schwede. Ja, dann gehen wir woanders hin. Holy shit, Mann. Ich hab dem halt kaum was abgezogen, ey. Und der macht so viel Schaden gemacht. Die Wölfe sind eh voll kacke, weil du die nicht vernünftig... Weil die immer alles... Das war abzusehen. So. Musste ich den hier, musste ich da hoch? Ja. Warte mal. Da lang ist ein Kampf. Nee. Da
Da lang, oder wie? Okay, aber da habe ich eins nicht geschafft. Können wir auch später noch nachholen. Aber ist, glaube ich, egal, oder? Warte mal. Ach so, drei gedrückt halten. Kann ich den denn schocken? Ich töte den ja eher, oder? Doch. Keine Kopf! Bis hier und nicht weiter. Nichts überstürzt. Wie kann ich denn das Nährstofftanken verhindern? Vermutlich einfach, indem ich sie besiege, oder? Jetzt ist ja nur noch einer. Wir können jetzt einfach mit Feuer, na, können wir doch nicht. Nice. Was, aber er hat's doch... Oh Mann, kurz vor Ende macht das dann doch noch. Und ich konnte es gar nicht verhindern, weil es hat es ja direkt anscheinend ausgelöst, oder was? Ach, was für ein Schmutz, Alter. Ach Mann. Wie hätte man das denn verhindern sollen dann? Das ist ja komplett kacke. Die Arschlöcher. So, wo komme ich hier hin? Wasserrad des Dreschbohnen. Hier kann man Schätze finden. Oh, guck mal. Ja, da ist einer. Heilspray. Mokri-Medaille. Da habe ich noch keine Verwendung für hier. Oder kenne natürlich noch keine. Da hinten ist die. Wow, das ist aber weit. Wie komme ich da hin? Also ich glaube, das dürfte die hier sein. Voll cool. Guck mal, zack. Nee, das ist die nicht. Ah, das ist ein neues Ding, wo ich Schätze finden kann. Guck mal. Ein Smaragd. Okay. Aber nehmen wir mit. Nice.
Voll cool, man geht doch aus dem Weg. Voll cool, dass man hier hoch kann. Oder rüber kann, so. Ist voll geil. So, wo ist jetzt hier das gewesen, also? Irgendwo auf dieser Seite oder so? Hey, sag mal, nee, das nicht. Kollege. Kann ich hier noch höher? Kann ich da nicht hoch? Ich kann hier rauf, aber dann nicht höher, oder was? Nee, der Schatzbereich ist auch weg. Hey, wo ist? Da ist er. Hab ihn gesehen. Nice. Ein Supertrank. Sehr cool. Achso, jetzt bin ich aber zu weit nördlich gelaufen. Ich muss hier hin, wollte doch hier hin. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie wieder... da ist ein bisschen tief. Aber hier komme ich nicht rüber. Das ist unten irgendwo. Wie komme ich jetzt am sinnvollsten wieder runter? Achso, wahrscheinlich hier, wo ich auch hochgegangen bin, ne? Kannst du dich nicht einfach runterfallen lassen jetzt? Ich denke mal hier dann. Oh, das wäre so eine Eule. Ja, hier ist wieder so ein Kristallding. Anleitung. Ausgrabung. Also Richtung Richtung Süden. Kommt man da irgendwie hier hoch? Hier, ne? So, hier lang. Ach so, ja, das dürfte der Weg hier, dürfte der Weg nach Kalm sein, der normale, ne? Ja, hier. Okay, dann gehen wir mal Richtung Süden, wa? Stimmt, ich bin ja durch so einen Nebenausgang nur raus. Weil ich ja ein krimineller Bub bin. Und dann dürfte das hier der eigentliche Eingang sein nach Kalm. In Richtung Kalm sozusagen. Ja.